dritte Auflage der Hobby-Tennis-Tour in Kitzbühel ist zu Ende. Bei mir zum Interview begrüße ich jetzt Challenger-Sieger Nemanja Dejanovic, der heute im Finale gegen Michael Kern 6-4, 6-3 gewonnen hat. Nemanja, erstens einmal Gratulation zum Titel. Dankeschön. Was war ausschlaggebend, dass du heute gewonnen hast? Ja, ich denke, das Ausschlaggebende war, dass man die Kontrolle behalten hat, dass mir am Anfang halt im ersten Satz nicht so gelungen ist, aber dass ich dann später es dann wieder unter Kontrolle gebracht habe und den zweiten Satz auch ebenfalls gewonnen habe. Was meinst du jetzt mit Kontrolle? Nicht so viele Fehler, konstant bleiben, nicht so viele Nerven verlieren und einfach nur schauen, dass man am Platz bleibt und nicht irgendwas anderes denkt oder sich auf den Gegner konzentrieren, was er macht und ja. Du hast jetzt auch hier auf der ATP-Anlage gespielt. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, mit so einem guten Platz ebenfalls zu spielen und einfach nur ein Wahnsinn, wie die Plätze beieinander sind und ja. Hast du Probleme damit gehabt, dass es einen größeren Auslauf gibt als normalerweise? Ja, schon ein bisschen unangenehm, weil man sich nicht so dran gewöhnen kann am Anfang, aber später war es dann okay. Was bedeutet dir dieser Turniersieg? Bedeuten tut er mir schon viel. Es geht noch ein bisschen um, dass man zeigt, dass man da ist bei der HTT und Sachpreis gibt es ja auch, 500 Euro und das passt schon. Ja, du hast das angesprochen, du bekommst 500 Euro, was wirst du damit machen? Ja, für die Zukunftspläne nochmal schauen, überlegen und dann später Sparbuch. Hast du dir viele Matches von den Profis angeschaut? Ja, hatte wenig Zeit, aber Dominic Thiem und das Doppelfinale habe ich mir gedacht. Was sagst du zum Finale vom Thiem? Das war, er hätte für mich, ich hätte gedacht, dass er gewonnen hätte, aber anscheinend war es heute nicht Zeit. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und wünsche dir eine gute Heimreise. Danke, Lukas.